Hallo und herzlich willkommen bei Drömer Knauer. Ich stelle Ihnen jetzt drei ganz besondere Romane aus dem neuen Herbstprogramm vor. Sie stammen von renommierten deutschen Bestseller-Autorinnen. Zwei dieser Bücher vereinen spannend Zeitgeschichte und Fiktion. Und das dritte ist eine wunderbare Wintergeschichte. Ich bin mir sicher, dass diese Bücher Sie begeistern werden. Buch Nummer 1, Mechthild Bormann, Grenzgänger. Gerechtigkeit, Schuld und Vergebung, das sind die Themen, die Mechthild Bormann behandelt. Die vielfach ausgezeichnete Autorin, Sie wissen, es stand monatelang mit Trümmerkind auf den Bestsellerlisten. Und auch in ihrem neuen spannenden Roman reist sie wieder zurück in die deutsche Nachkriegsgeschichte. Darf man verschweigen und vergessen, was passiert ist? Kann man mit seiner Schuld leben? Diese Fragen treiben Bormanns Figuren um. Im Mittelpunkt steht eine Grenzgängerin, ein Mädchen, das Gefahren eingeht. Henny wächst in einem kleinen Dorf an der deutsch-belgischen Grenze mit drei Geschwistern auf. Der Vater ist ein strenger Katholik, die Mutter stirbt früh, die Familie lebt in bescheidenen Verhältnissen. Doch Henny findet einen Weg, Geld zu verdienen. Wie viele andere in dieser Zeit schmuggelt sie Kaffee aus Belgien in die Eifel. Bei einer dieser Touren nimmt sie auch ihre Geschwister mit. Doch es passiert etwas Furchtbares. Ihre jüngere Schwester wird von einem Zöllner erschossen. Für Hennys Vater ist allein sie an dieser Tragödie schuld. Er steckt sie in eine Besserungsanstalt. Die jüngeren Brüder kommen in ein kirchliches Heim, wo einer von ihnen an einer Lungenentzündung stirbt. Henny glaubt nicht an diese offizielle Todesursache. Doch kann sie etwas anderes beweisen? Mechthild Bormann erzählt in ihrer präzisen, klaren und einzigartigen Sprache von dieser aufwühlenden Zeit. Die Rahmenhandlung spielt 20 Jahre später. Henny ist inzwischen 37 Jahre alt. Sie steht vor Gericht. Man wirft ihr die Tötung von zwei Menschen vor. Diese Taten sollen im Zusammenhang mit dem Heimaufenthalt der Kinder zu tun haben. Mechthild Bormann springt nun gekonnt zwischen den beiden Zeitebenen und taucht immer tiefer in die Vergangenheit von Henny ein. Mit Grenzgänger beweist Mechthild Bormann erneut, dass sie wie keine andere Autorin Zeitgeschichte und Spannung verknüpfen kann. Ein starkes Buch gegen das Verschweigen und Vergessen der Nachkriegszeit und ein packender Roman über ein Mädchen, das Grenzen überschreitet und eine Frau, die den Mut hat, die Wahrheit aufzudecken. Das Licht zwischen den Zeiten von Sophia von Dalwitz. Dieser neue Roman ist eine Familiensaga, eine atemberaubende. Sie beginnt im Herbst 1918 und sie endet nach dem Hitlerputsch im Jahr 1923. Doch das, wovon Sophia von Dalwitz klug und komplex erzählt, ist nicht irgendeine Geschichte. Nein, es ist die Geschichte ihrer eigenen Familie. Hochdramatisch und enthüllend, warum sich die Autorin dazu entschieden hat, ein Pseudonym zu verwenden. Unter ihrem echten Namen hat sie bereits sehr erfolgreich 8 Romane veröffentlicht, die teilweise verfilmt wurden. Dreh- und Angelpunkt dieses epischen Dramas ist das schlossartige Gut Fromberg in Westpreußen, auf dem Familie von Dalwitz lebt, mit 13 Dienstboten und 5 Hauslehrern. Außerhalb des Anwesens machen sich nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg Frust und Armut breit. Gut Fromberg wahrt jedoch den schönen Schein. Schon bald zeigt sich allerdings, dieser Ort ist auch einer von Heuchelei und von Schmerz. Sophia von Dalwitz schildert eindringlich den Zerfall und das Zerbrechen dieser Adelsfamilie. Schuld daran sind 2 brisante Beziehungen. Zum einen verliebt sich der junge Adoptivsohn Georg in seine Stiefschwester Helen und zum anderen wird Rudela, die jüngste Tochter, von ihrem Cousin Justus umworben. Dieser allerdings entwickelt sich zu einem gefährlichen Nazi. Im wahren Leben war dieser Justus übrigens der Großvater der Autorin. Zwischen Westpreußen, Berlin und München entfaltet von Dalwitz ihren Plot und sie webt geschickt zeitgeschichtliche Details ein. Der historische Hintergrund und die wahre Familiengeschichte machen diesen Roman besonders authentisch. Zwischendurch wählt Sophia von Dalwitz auch noch eine ganz besondere Erzählform. In Einschüben kommentiert sie das Drama aus der Gegenwart. Das Licht zwischen den Zeiten ist viel mehr als ein Familienroman. Ein kluges, lebendiges Sittengemälde der 20er Jahre und eine aufrichtige Auseinandersetzung mit der Sehnsucht nach einer verlorenen Heimat.
Diese dritte Geschichte, sie funkelt und sie glänzt ganz wunderbar. Denn in Sternstunde von Karin Kalisa gibt es viele verschiedene Sterne zu entdecken, nicht nur die oben im Himmel. Es geht um Zimtsterne, um Sternchennudeln und es geht um Star Wars Sammelbildchen. Die sympathische Hauptfigur dieser Wintererzählung ist 7 Jahre alt und sie heißt Kim. Ihre Mutter nennt sie passenderweise Sternchen. Bestseller-Autorin Karin Kalisa hat mit Kim ein bezauberndes Mädchen erfunden, das durch diese magisch-realistische Wintergeschichte führt. Kim wurde am 24. Dezember geboren und der Weihnachtsstern ist natürlich ihr Lieblingsstern. Sie ist total fasziniert von ihm. Als sie im Radio hört, dass dieser geliebte Stern nur ein Komet gewesen sein soll, ist sie verunsichert. Kann es wirklich sein, was die Wissenschaftler behaupten, dass er nur aus Gas und Staub besteht? Kim sehnt sich also nach Antworten. Sie besucht einen Tag vor Weihnachten den Astrophysiker Arthur Sanftleben. Er erzählt ihr eine spannende Geschichte vom Aufeinandertreffen von Jupiter und Saturn, wodurch der Weihnachtsstern entstanden ist. Dann darf Kim auch noch durch das Teleskop des Professors gucken und sie versteht, dass sich Wunder und Wissenschaft nicht ausschließen. Sternstunde ist wirklich eine kostbare Erzählung, in der ein kleines Mädchen die großen astronomischen und philosophischen Fragen stellt. In ihrer poetischen, zeitlos schwebenden Sprache erzählt Karin Kalisa diese ganz besondere Wintergeschichte. Der Autorin gelingt es, wie schon in ihrem Debütroman Sungs Laden, eine herzenswarme, strahlende Atmosphäre zu erzeugen. Und so ganz nebenbei zeigt diese Geschichte auch noch, wie man überraschend neue Freunde finden kann, an Orten, wo man sie niemals vermutet hätte. Das Buch erscheint übrigens in einem kleinen Schmuckformat, in wunderschöner Ausstattung mit Illustrationen und einer Geschenkkarte. Und so wird es selbst zu einem hervorragenden Geschenk für Weihnachten. So viel zu unseren 3 Büchern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.